Schwert eines Kriegers der Wilden hier habt. Gucken wir uns gleich mal an. Hm? Was ist denn das? Soll ich die platt machen? Okay. Und das hat jetzt was gebracht? Wenn ich fragen darf. Gibt's da noch ein bisschen was? Ich weiß immer nicht, was das bedeutet. Könnt ihr mir vielleicht erklären? Wenn ihr Lust dazu hättet. Habt. Könntet. Ach, egal. Machen wir weiter. Wieso ist das? Gibt's da irgendwas? Dann nicht. Dann suchen wir mal weiter. Man muss nur schnell genug zuschlagen. Okay. Man muss nur schneller sein als sein Heilungszauber. Oh. Nö. Super neblig. Ah ne, doch nicht so. Neblig. Und wir sollten mal speichern. Nur mal so. Zum Spaß. Okay, jetzt kann ich... Ups. Ja, richtig. Wollte eigentlich eine Fackel haben. Danke. Kann ich das wegsprengen? War es gerade ein Sprengzeichen? Oder machen wir Druckwelle? Ja, wir haben Druckwelle sowieso gerade ausgelöst. Nee. Eindeutig nicht. Warte mal, Meditation. Wir wollten ja sowieso ein bisschen was aufladen. Nur ich weiß immer noch nicht so genau, wie man die... Achso, ist auch wieder aufgeladen. Okay. Tanzender Stern. Guck mal hier. Kann man die ja wegsprengen. Anscheinend nicht. Wozu ist denn das Zeichen da gut? Feuer? Kann es ja nicht sein. Was sind denn das hier für Zeichen? Oder soll ich draufhauen? Ich verstehe das Zeichen nicht. Oder brauchen wir sie hier? Oder kommen wir da später rein? Na, gehen wir erstmal nach draußen. Gucken wir uns erstmal noch ein bisschen um. Hey, 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 hey. Okay. So, 10 Handschuhe. Bestienöl. Aber ich glaube, wir haben doch schon das stärkere Bestienöl, ne? Na gut, wir können uns doch beides machen, ne? Vorsichtshalber. Schon wieder Druckwelle. Frag mich nur, was einfach geil aussehen soll. Oder ob das irgendwas bringt. So, einfach nur geil aussehen. Warte mal. Nee, das Zeichen war das nicht. Das war so ein Stern. Aber das nervt mich jetzt. Wieso kommen wir da nicht durch? Das war so eine Sonne. Hier. Aber ich kenne das Zeichen nicht. An zwei Orten. Aber auch wenn wir hingehen, gibt's nix. Keine Hilfe, nix. Ich meditiere noch mal kurz. Ich könnte kurz die Dinger wieder aufladen lassen. Ups. Ich dachte kurz. Okay. Noch nicht 30 Jahre meditieren. Oh. Ja, danke, Geralt. Das wollte ich. Nochmal Verschwendung. Aber dieses Zeichen kommt mir einfach nicht bekannt vor. Hm.
Das nervt. Na gut, gucken wir in den Inventar. Wir hatten ja ein tolles neues Schwertchen. Schwerter. Oh Gott, wir haben ja eigentlich nicht. Das ist voll schwach. Was ist es um Längen besser? Tö. Seine Axt hätte ich gerne gehabt. Das ist ja jetzt nervig. Aber das ist groß, massive Felsbrocken. Da brauchen wir ein bisschen mehr als eine kleine Sprengladung. Vielleicht können wir sie ja fragen. Ist da hinten noch was? Ja, da leuchtet noch ein bisschen was. Zwergenschnaps ist auch in Ordnung. Oliven. Davon haben wir auch jede Menge. Ich brauche mal dafür einen Zaubererin. Wow. Ist ja krass. Na schön. Sehen wir uns die Nachricht an. Ja, ja. Oh. Sirael, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem. Hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuch den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren, das gibt nicht viel her. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie hier wohl alles dem Erdboden gleichgemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf, noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Elf hat Ciri vor irgendwelchen Hexen gewarnt. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Du hast sie bisher nicht erwähnt. Warum? Kennst du diese Hexen? Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Ja. Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Jetzt, nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe? Ha, ich fasse es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Woher das wohl kommen mag? Du kennst diese Hexen? Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herrinnen des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber in den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Wo finde ich diese Hexen? Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach richtig, in Kaer Morhen haben sie euch ja keine gute Nachtgeschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Cirilla wiederfindest. Na gut,
Suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Guter Einfall. Warum sind wir überhaupt hergekommen? Wow. Voraussichtlich, damit du hier was habst. Voraussichtlich, weil sie hier was abstauben will. Oh, warte. Drachen. Was? Dragonidöl. Was soll das denn sein? Also, das klingt nach Drachen, aber... brauchen wir. Ich sammle erstmal alles Gelbe auf, bevor wir uns um das Rote kümmern. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Hier ist alles rot, ey. Nein, das war eine rote Notiz. Naja, egal. Aber die müssen wir erstmal lesen. Okay. Schon wieder irgendwas. Bärenlegenden. Was? In dem großen Schrank ist kein Büchlein? Hm. So. Jetzt kümmern wir uns mal um das Rote. Speichern kurz ab, falls es wieder einen Gegner gibt. Zwei Gegner. Gleich auf einmal. Zwei. Ein Zwischenboss und ein Endboss. Diese Notizen muss er selbst verbrannt haben. Die Jagd hätte sich die Mühe nicht gemacht. Also wusste er, dass sie nach ihm suchen. Ja, ich nehm's an. Was ist denn das? Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Wir nehmen uns mal wieder ein Hühnchen. Das ist ja gar nichts. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Ja, das war gut. Sonst noch irgendwas? Ne. Sieht nicht so aus, oder? Habe ich hier noch irgendwas vergessen? Ja, die Wand da hinten. Das nervt mich am meisten. Ich hätte zu gern gesehen, was da war. Aber ab und zu kann man nun mal nicht anders. Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Was ist das? Das Auge von Nehaleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Danke. Warte mal. Alter! Illusion aufdecken. Wenn du in der Luft ein Flimmern bemerkst, gehe darauf zu und drücke A, um die Illusion aufzulösen. Warte mal. Das ist so ein Zeichen. Ich will mal kurz gucken, ob wir das vielleicht verwenden können da hinten. Aber wie eine Illusion erschien mir das aber nicht. Habe ich aber alles mitgenommen, ne?